Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Bietigheim Steelers gegen die Löwen aus Frankfurt. Endstand heute vor 2697 Zuschauern, 2:3 nach Verlängerung für die Löwen aus Frankfurt. Links neben mir der Coach der Gäste, Paul Gardner, rechts neben mir unser Coach Kevin Godet. Wie immer das erste Wort gebührt den Gästen. Paul, dein Statement zum Spiel, your statement to the game. Okay. Very excited about that win. It was a good character win for us. We beat a very, very good hockey team, and it was a challenge, a test that our guys rose to. I'm proud of my group. We kept battling. Both teams could have come away with a victory. Both goalies made some big saves at the right time, but we got one more save, and that's all we needed, and we'll take it and move on till Sunday. Ja, ich versuche das Ganze kurz zu übersetzen. Paul ist natürlich mächtig stolz auf sein Spiel. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt, nach dem Rückstand nochmal zurück ins Spiel gefunden. Er hat zwei starke Mannschaften gesehen, zwei starke Goalies mit guten Saves. Und wie ich schon gesagt habe, er ist sehr stolz auf seine Mannschaft und über diesen Sieg. Kevin, deine Stimme zum Spiel? Ja, schönen guten Abend und gratuliere zu Coach, sein Job heute. Ich habe schon gesagt, dass diese Saison Frankfurt wird, ja, man könnte sagen, Favorit. Sie haben 12, 13 neue Spieler. Alle sind Verstärkung. Sie haben nicht diese Verstärkung gemacht für zweiten Platz. Ja. Das ist ein Top-Team. Man hat gesehen, in erster Drittel, sie haben angefangen wie Donnerwetter. Und sie war klar die bessere Mannschaft. In erster Drittel, wir hatten viel Probleme gehabt. Und es hätten können 1-2-0 gewesen. Silo war hervorragend. Und im zweiten Drittel haben wir viel besser ins Spiel gekommen, in Führung gegangen. Und von dieser Zeit an war einfach ein Kampf. Es ist schade, dass Weller hat nicht die offene Tor geschossen da in die Überzahl. Genau, 3-1 hätten wahrscheinlich das beendet. Aber am Ende, beide Mannschaften hat wirklich Punkt verdient. Es ist schade, wir haben nicht die zweite gekriegt. Aber so ist Eishockey. Und ich bin einfach froh, wie Jungs, wir haben einen Weg gefunden zu punkten mit so vielen Verletzten und wir haben alles gegeben. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja. Frage geht an Kevin Godet, einmal nach Silo Martinovic, der im letzten Drittel ja durch Andreas Mechel ersetzt worden ist. Und die zweite Frage, wie geht's Max Lukas? Ja, ich denke jeden Tag, ich spreche über Pech mit Verletzungen. Und dann Silo hat diese Körpercheck gekriegt, außer sein Gehäuse. Und wegen das ist er verletzt. Und Lukas natürlich am Ende ist auch verletzt. So. Es ist wie, wir sind gewohnt mit das. Gibt es weitere Fragen? Ja. Mit Greg Gibson hat man jetzt nochmal kurzfristig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie war da dein erster Eindruck nach dem ersten Spiel jetzt? Frage geht erneut an Kevin Godet nach Greg Gibson. Wie zufrieden bist du, nachdem er ja erst, glaube ich, gestern oder vorgestern in Bietigheim angekommen ist? Er hat gekämpft. Ja. Es ist nicht einfach, in eine neue Mannschaft zu kommen und besonders hier in erster Platz in Bietigheim. Und er hat alles versucht. Ich hoffe, dass er verbessert. Einfach. Es war okay, aber wir warten natürlich ein bisschen mehr. Ja. Ja, Frage geht erneut an Kevin Godet nach den verletzten Spielern. Wann kann man denn wen ungefähr zurückerwarten? Sonntag niemand. Vielleicht wir haben auch Silo nicht dabei und Lukas. Wir müssen mal sehen. Hoffentlich nächste Woche Auger und Wrigley kommen zurück. Aber es ist noch nicht sicher. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint mir nicht so. Dann wünschen wir unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Safe trip home. Und für die Steelers, wie Kevin gesagt hat, am Sonntag das Auswärtsspiel beim Aufsteiger in Bayreuth. Und am kommenden Freitag das nächste Kracherspiel hier in der EG Trans Arena. Dann sind die Ravensburg Tower Stars zu Gast um 19:30 Uhr. Bis dahin allen ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Ade.